Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Gesundheitsfernsehen. Ich freue mich, dass Sie uns durch die kommende Sendung begleiten. Unser heutiges Thema ist das Bewusstseinsfeld, dieses ominöse Feld. Man kann es wahrscheinlich schwer messen und wir können es auch nicht sehen. Wir können es vielleicht fühlen und wir können aber auch sogar drin lesen. Das macht unser heutiger Gast. Stefan Meyer ist bei mir. Viele von Ihnen kennen ihn vielleicht auch schon. Er ist Bewusstseinslehrer und ich freue mich, mich mit ihm über das Bewusstseinsfeld zu unterhalten. Wie definiert man es, beziehungsweise hat es Grenzen? Was können wir daraus lesen? Wodurch wird es gespeist? Viele offene Fragen, auf die wir jetzt gleich Antworten finden. Ich lade Sie herzlich ein und freue mich auf Sie. Bis gleich. Hallo lieber Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns wieder unterhalten können. Ja. Über das ominöse Bewusstseinsfeld. Also was heißt ominös? Aber ne, die meisten von den Zuschauern, die werden wahrscheinlich sagen, ja, ist mir klar, das Bewusstseinsfeld oder auch Informationsfeld oder morphogenetisches Feld oder morphisches Feld oder wie auch immer man es benennen mag, ist es ein Feld, das wir nicht sehen wahrscheinlich, aber die weitere Definition würde ich gerne dir überlassen, dass du uns vielleicht mal eine grobe Vorstellung davon gibst, was wir uns darunter vorstellen können. Also grundsätzlich ist es so, dass es einen energetischen Raum gibt und diesen energetischen Raum, den kann man so ein kleines bisschen aufteilen, weil wir ja sowieso in der Illusion hier leben, weil wir in dieser Trennung auch leben. Grundsätzlich ist das ja alles miteinander eins und verbunden. Aber es gibt unterschiedliche Schwingungsebenen, die erreichbar sind. Und ich habe das so erlebt in den letzten Jahren, je nachdem, welche Ebene ein Mensch mit seiner Wahrnehmung dann erreichen kann, was er da geöffnet hat, übersetzt er das mit einem Namen. Das morphische oder morphogenetische Feld, das ist oft ein Informationsfeld, was eine Art Bindung hat an eine gewisse Ausprägung, zum Beispiel an die Erde. Also könnte man sagen, da gibt es ein morphogenetisches Feld der Erde. Und das ist dafür verantwortlich, erstmal für die Formgebung. Also was dort auf der Erde geschieht, was für Formen dort sind, wie die wachsen, dass die auch nachwachsen, je nachdem. Und es ist gleichzeitig ein Speicher, also eine Art Speichereinheit, wo Informationen, die, wenn wir jetzt das Beispiel der Erde nehmen, stattfinden, in das morphische oder morphogenetische Feld der Erde hineingehen. Also alle möglichen Informationen, was wir denken, was wir tun, was wir fühlen als Menschen, unsere Handlungen, gehen alle Infos in dieses Feld hinein und man kann sich damit verbinden und kann die Informationen auch abrufen. Und ich habe das gelernt damals vor 13 Jahren ungefähr, als ich extreme körperliche Schmerzen hatte, kein Arzt mir helfen konnte, bin ich auf einem Workshop gelandet, der hieß Lesen im morphischen Feld. Und das war enorm kraftvoll, enorm gut, hat mich wirklich in meiner Entwicklung sehr weit gebracht. Und da war diese Verbindung dann und dann stellt man eine Frage, bekommt Antworten, man merkt quasi, ja, das ist ein Informationsfeld, da ist wirklich was da, das hat auch eine höhere Intelligenz als unser Verstand. Und ich habe das dann eine Weile angewendet, habe auch damit gearbeitet, habe Workshops dazu angeboten. Und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwie hat dieses Feld auch eine Begrenzung in sich. Und bin dann nach und nach drauf gekommen, weil wenn es alle Informationen der Erde für sich enthält, so ein morphogenetisches Feld ist immer gebunden an etwas. Ja, und das ist das Beispiel jetzt die Erde. Es könnte auch sein an einen Menschen oder an eine Gruppe, ein morphisches Feld einer Gruppe. Und dann sind dort Informationen drin, die auch eine gewisse Schwere haben. Weil auf der Erde finden ja auch Informationen statt, wie gegeneinander. Krieg, Missgunst, Neid, Traurigkeit, Hass. Also all das ist da drin und sorgt dafür, dass dieser Raum von Informationen eine gewisse Schwingung nicht überschreiten kann. Nur bei Wikisana haben Sie die einzigartige Möglichkeit, direkt mit unseren Experten in Kontakt zu treten. Erhalten Sie noch heute Antworten auf Ihre spezifischen Fragen von den Experten Ihrer Wahl. Und dann habe ich gesehen, dass das morphische Feld oder die morphischen Felder bis so eher in der fünften Dimension stattfinden. Ja, wir haben hier unsere 1, 2, 3, dritte Dimension. Und dann geht es in die geistigen Räume und je feinschwingender, je wahrhaftiger, je leichter, je freier teilweise auch diese Informationen werden, geht es dann in den Dimensionen auch nach oben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, hinter dem morphischen Feld, da ist noch was anderes. Da geht noch ein weiterer Raum auf und das hat sich mir dann
erschlossen. Und dann habe ich versucht, das irgendwie zu übersetzen. Da kam dann das Wort Bewusstseinsfeld ins Spiel, was ja sehr breit auch benutzt wird. Also für mich ist Bewusstseinsfeld, so wie ich es in meiner Arbeit auch anwende, ein Raum, der ziemlich undefinierbar ist. Weil dort sind nicht diese Informationen drin, die wir aus dem morphischen Feld kennen, die hier auf der Erde stattfinden, die uns Menschen betreffen, unsere früheren Leben, all das, was hier mal stattgefunden hat, die sind da nicht drin. Damit ist dieses Feld viel freier, viel leichter, viel hochschwingender, aber noch viel unverständlicher. Man könnte fast sagen, es ist wie eine Art Sein. Also als ob so eine höhere Bewusstseinsebene, schwer zu beschreiben, aber ganz einfach gesagt, wo keine Probleme mehr drin sind, wo diese niederschwingenden Energien nicht mehr drin sind. Und damit hat es ein ganz anderes Heilpotenzial. Das heißt, es ist von dem einen großen Raum, dem einen Bewusstsein, dem einen Feld, ist es ein Teil einer etwas höheren Schwingung. Es gibt ja zum Beispiel auch noch das Wort Akasha-Chronik. Mhm. Und Akasha-Chronik, das ist so für mich persönlich etwas spezieller, weil ich kenne einige Leute, die sagen, ich lese in der Akasha-Chronik. Ich selber war für mich auch schon drin, habe es aber anders erlebt, als es viele andere beschreiben. Und deswegen ist da gerade so ein eigenes Erleben ja immer wieder auch eine Grundlage, wie man solche Felder überhaupt beschreibt. Und deswegen meine ich, gibt es nicht diese eine Definition und diese eine Aussage. Ich für mich habe erlebt, dass in meiner Wahrnehmung, dass Menschen, die unterschiedliche Worte benutzen, aber im gleichen Feld sind. Mhm. Und andersrum auch, dass wenn man das gleiche Wort für ein Feld benutzt, aber auch in unterschiedlichen Räumen sein kann. Da sagt der eine Bewusstseinsfeld und ist dort, und der andere sagt Bewusstseinsfeld und ist dort. Und deswegen ist es schwierig, weil wir nicht den kompletten Überblick haben, weil wir immer wieder mit dem Verstand auch arbeiten, weil wir das definieren wollen, ist es aber nicht, weil es über dem Verstand schwingt. Und da entstehen dann die Probleme, dass der eine es so beschreibt und die Definition findet und der andere es so beschreibt. Am Ende sind es höher schwingende Bewusstseinsräume. Und es geht meines Erachtens nicht darum, welches Wort benutzt wird, sondern eher mal zu schauen, wie fühlt sich die Schwingung an, die transportiert wird, über die der Mensch spricht, der solche Felder beschreibt. Und da merkt man schon deutliche Unterschiede. Bei manchen ist es etwas technischer, bei manchen ist es etwas offener, etwas freier. Am Ende ist es ein Bewusstseinsraum, auf eine Art und Weise ein Teil von uns selbst, unseres höheren Bewusstseins. Und ganz klassisch kann man doch sagen, es sind Informationsräume. Da sind einfach Informationen drin. Wie unterscheidet sich denn jetzt die Akasha-Chronik vom morphischen Feld? Schwierig. Das ist die Frage. Also erstmal möchte ich immer sagen, ich bin hier nicht, um eine absolute Wahrheit zu benennen. Mhm. Das sind eigene Erfahrungen und da möchte ich auch niemandem zu nahe treten. Ich habe für mich erlebt, dass die Akasha-Chronik ein besonderer Raum ist, der wie in sich auch abgeschlossen ist, wo Informationen drin sind eines großen Spektrums, wie zum Beispiel, ich war da einmal, oder ich war ein paar Mal drin, aber einmal zum Beispiel habe ich erlebt, ein ganzes Leben an sich in einer Wahrnehmung. Also ich bin dort reingekommen, das war wie so eine Einladung, wie so ein Reinführen. Und dann habe ich da ein Leben wahrgenommen, als ein König war das quasi. Das ist so eine Art, sagen wir mal, Führungspersönlichkeit von einer relativ hohen Ebene. Und da einmal zu fühlen, wirklich in einer Wahrnehmung, die ein paar Sekunden, wenige Minuten auch dauert, das ganze Leben auf einmal wahrzunehmen, was es bedeutet, was für verschiedene Einflüsse, was dort alles gewirkt hat. Also ich habe die Akasha-Chronik erlebt als etwas, was sehr viele gebündelte Informationen in sich hat, weiß aber, dass viele Menschen in der Akasha-Chronik lesen und es so beschreiben, wie ich zum Beispiel das morphische Feld erlebt habe. Mhm. Und deswegen, das fühlt sich energetisch sehr ähnlich an. Für mich ist Akasha-Chronik nochmal ein anderer Raum, aber wie gesagt, es spielt keine Rolle, es sind unterschiedliche Wahrnehmungen. Niemand wird uns sagen können, wie es genau ist. Jeder hat seine eigene Definition oder seine eigene Wahrnehmung davon. Mhm. Aber trotz allem, das Bewusstseinsfeld ist dann noch übergeordnet, so habe ich das verstanden, und die verschiedenen Felder, von denen wir schon Namen genannt haben, die sind quasi darin beinhaltet, oder? Jein. Also so wie
wie sich es mir gezeigt hat, wie gesagt, ich habe im morphischen Feld gelesen. Und das war wirklich mein Ding. Das hat super funktioniert, das war meine Arbeit. Und auf einmal hatte ich so dieses Gefühl, dass das endet, weil ich das auch unter dem Brand, unter dem Namen von jemand anderem gemacht habe. Und dass das wirklich aufhört. Und dann habe ich irgendwann da gesessen und habe gefragt, so, was ist denn dann jetzt? Was passiert denn nun? Und dann ging etwas auf. Ging ein Raum auf, so ein energetischer Raum, der kam dann richtig runter, kam mit mir in Verbindung. Und dann hatte ich erst gar keine Wahrnehmung, was das sein soll. Das war für mich nicht wahrnehmbar, es war einfach neu. Und dann ging dieser Raum mit mir in Verbindung, in Kontakt. Und dann habe ich gemerkt, wow, der ist ganz anders, der ist freier. Aber damit bedeutet das nicht, also wir benutzen ja immer wieder Worte, die dann auch in eine Vergleichshaltung kommen. Und das ist wichtig, das so wenig wie möglich zu machen in diesem Bereich. Ja. Also mir hat es sich so gezeigt, wie es ist der Raum hinter dem Raum. Also da ist dann keine Schwere mehr drin, da ist das mit dem Krieg, da ist das mit dem Gegensatz und da sind diese ganzen Duale so nicht mehr drin. Gleichzeitig ist dieser Bewusstseinsraum aber in der Lage, mir das trotzdem abzubilden, weil wenn ich eine innere Reise mache und ich muss in mir eine gewisse Schwere oder Ablehnung nochmal erleben, dann kann dieser Bewusstseinsraum mir das auch zeigen und als Sinnbild ganz einfach betrachtet, ist es so, als ob er ins morphische Feld reingreift, diese Information zeigt und dann wieder dorthin zurücklegt. Das ist so eine Näherungsbeschreibung, wie ich sie machen kann. Also man könnte sagen, ja, es ist in einer höheren Dimension. Es ist sowas wie die Energie der neuen Zeit. Also neue Zeit ist ja eigentlich auch die alte Zeit. Ist ja etwas, was schon immer da war und jetzt nicht erst neu entsteht. Es ist ein sehr freier Raum und wir werden auch in der nächsten Zeit das immer noch mehr erleben, dass die Räume immer freier werden, immer leerer und in einer gewissen Leere dann eine Intelligenz wahrnehmbar wird. Also das nicht mehr morphisches Feld ist wie vollgepackt, aber wunderbar, hohe Intelligenz, super. Bewusstseinsfeld ist wie, da ist viel weniger drin. Und deswegen kann eine Leere und eine Weisheit, was schwer zu beschreiben ist, dort anders wirken. Und dieser Bewusstseinsraum geht auch immer tiefer, bis irgendwann keine Gedanken mehr da sind, wo keine Fragen, keine Antworten mehr kommen, wo nur noch pures Erleben ist. Deine Beschreibung erinnert mich jetzt gerade an unser Gespräch, das wir über die Mehrdimensionalität schon geführt haben, ne? Wo du dann beschreibst, eben die Dimensionen, die sind so hintereinander angeordnet und du arbeitest dich quasi von einer zur nächsten vor, um immer tiefer vorzudringen zur eigentlichen Thematik. Kann man sich die verschiedenen Felder auch so vorstellen, eben wie Dimensionen? Du hast das Wort ja auch gerade eben gebraucht, wo man dann einfach quasi zuerst morphisches Feld und dann taucht man noch tiefer ein und stößt in die nächste Dimension vor und dann ist das Bewusstseinsfeld, kann man es so sagen? So ungefähr, genau. Für mich war morphisches Feld noch etwas plastischer, etwas analoger. Also ich stelle eine Frage, bekomme eine wunderbare Antwort, stelle eine weitere Frage, komme tiefer. Das ist teilweise im Bewusstseinsfeld auch noch so, dass man Fragen stellt, Antworten bekommt, aber oft ist die Antwort noch mal durchdringender. Also es geht wie noch mal tiefer rein, bringt mich manchmal an Zwischenstationen schon vorbei, noch auf eine tiefere Ebene und oft in eine noch mehr Freiheit. Weil die Herausforderung in unserer Entwicklung ist oft, dass wir manchmal entlang unserer inneren Vorstellungen und unserer Begrenzungen heilen. Also wenn wir in uns so wie einen Rahmen, ein Glaubenssystem haben, wie Dinge geschehen, dann bewegen wir uns manchmal in diesem Rahmen und wollen oder können den auch gar nicht so richtig verlassen. Und so ein Raum wie das Bewusstseinsfeld, der holt mich da relativ schnell raus. Das ist so, als ob ich hier sitze, so mit meinem Rahmen, den ich zum Teil überhaupt nicht kenne, in dem ich mich einfach befinde. Das ist so wie mein Wasser, in dem ich schwimme. Und weil dieser große Raum diesem Rahmen nicht unterliegt, kann es mich relativ schnell durch eine Informationsberührung in eine ganz andere Wahrnehmung bringen, wo ich merke, oh, jetzt habe ich dieses Thema ja ewig schon mit mir getragen. Jetzt auf einmal erkenne ich, wie es mich ja begrenzt hat. Oh, und dann kann ich es loslassen. Also es berührt mich nochmal tiefer und sprengt meinen Rahmen nochmal anders, nochmal schneller. Okay. Für die Vorstellung, weil ich habe mir natürlich auch aufgeschrieben eine Frage, wovon wird das Bewusstseinsfeld gespeist? Wird das überhaupt gespeist? Um das herauszufinden, müsste man in der Lage sein,
das von oben zu betrachten. Ja. Also quasi mehr Bewusstsein als das Bewusstseinsfeld zu haben. Aha. Weil ansonsten ist es nur eine Idee. Ja. Ja, ich habe gerne mal so dieses Bild dieses Trichters, der nach oben immer weiter aufgeht. Ein sehr unterer Bestandteil ist der Verstand. Damit können wir gewisse Dinge wahrnehmen, können auch so ein bisschen erahnen, was denn so in diesem höheren Bewusstsein stattfindet. Aber in dem Moment, wo wir uns hier in diesem Bewusstsein befinden, kann der Verstand mit seinen Kapazitäten hier gar nichts mehr nachvollziehen. Und das ist ja immer noch lange nicht das Bewusstseinsfeld überhaupt, sondern dann liegt es vielleicht, liegen die Hände 3 Kilometer weit auseinander oder 20 Kilometer. Und wie soll dieser kleine Verstand mit seinen paar Zentimetern das verstehen? Also wovon wird es gespeist? Das sind dann Näherungsversuche, wo wir sagen, das ist die Existenz, das ist die göttliche Ebene. Aber am Ende ist das alles nur von unten drauf schauen und wir können es niemals von oben sehen. Also wie der Floh, der auf einem Elefanten sitzt und aus seiner Position quasi das nähere Umfeld von der Oberfläche des Elefanten beschreibt, obwohl er den gesamten Elefanten nicht überschauen kann. Ungefähr. Ja, okay. Aber du hattest Anfang des Gesprächs schon über das morphische Feld auch gesprochen. Das wird ja gespeist und da bleibe ich immer wieder, was heißt, ich bleibe immer wieder hängen, aber das finde ich immer wieder wichtig, weil ja all unsere Gedanken, unser Tun, unsere Worte, die wir verwenden, die werden ja alle auch eingespeist in das morphische Feld. Was ich ja schon problematisch finde, weil wir ja an dieses morphische Feld angeschlossen sind. Nicht nur jeder individuell mit dem, was er einspeist, sondern wir sind ja dann angeschlossen, verbunden mit dem Feld und dementsprechend unterliegen wir auch den Einflüssen, was andere so hineindenken in das Feld und hineinhandeln, oder? Solange ich damit energetisch in irgendeiner Resonanz bin. Also ich kann... Grundsätzlich sind wir absolut autarke Wesen, wo nicht einfach mal irgendetwas von außen kommen kann und in uns wirken kann, es sei denn, wir geben irgendeine Art Erlaubnis. Und diese Erlaubnis ist manchmal ganz bewusst innerlich gewählt als eine Erfahrung, die wir auch machen wollen. Und manchmal ist diese Erlaubnis aber eine indirekte Einladung, weil ich in mir mich zum Beispiel, ich habe mich dafür entschieden, für irgendeine Art und Weise des Lebens, irgendeine Entscheidung. Und diese Entscheidung hat aber manchmal einfach noch kleine Unterentscheidungen, die sie mitbringt. Wenn ich mich entscheide, in einer Stadt leben zu wollen, weil da Leben ist, dann entscheide ich mich gleichzeitig auch gegen ein gewisses Leben in der Natur. Ich kann zwar am Wochenende rausfahren, aber Stadt ist nicht Wald. Und so ist das bei jeder Entscheidung. Das heißt, ich mache für manche Sachen einfach die Tür auf und bin dann damit in Resonanz. Wie wenn ich mich entscheide, mich gut um mich zu kümmern, dann entscheide ich mich auf eine Art und Weise, etwas anderes dafür zu vernachlässigen. Manchmal einen Blick auf andere. Und so ist es dann, dass ich grundsätzlich völlig autark bin, aber gewisse Entscheidungen getroffen habe, die Türen öffnen für andere Informationen, für andere Einflüsse. Das heißt, ich lebe ja in diesem Raum, wo grundsätzlich das morphische Feld ist, muss aber nicht davon beeinflusst werden. Wir sind aber alle auf eine Art und Weise dort angeschlossen. Und am Anfang merken wir ja, bewegt uns das Leben relativ stark im Außen, bis wir merken, jetzt will ich eigentlich mehr entscheiden. Ich war ein bisschen abhängig von meiner Ausbildung, von dem Job, den ich gemacht habe. Wir glauben ja immer, wir können alles entscheiden, aber eigentlich fügen sich ja die Sachen so, in welche Stadt man kommt, wo man landet, wie es nun geschieht. Und wir merken an einem gewissen Punkt unserer Entwicklung, dass wir vom Außen bestimmt waren. Und dann, das kann in diesem Leben sein, manche haben das auch im letzten Leben schon erkannt, sind in diesem Leben schon sehr präsent, auch in ihrer Energie. Das heißt, wir kommen in einem Schritt 2 in unsere eigene Energie hinein. Wir kommen in unsere Präsenz, entscheiden selber. Und dann merken wir auch, dass wir an solche Felder angebunden sind. Dann kommt mit einer inneren steigenden Wahrnehmung, kommt auf einmal das Gefühl, das Bild, ja, da wirkt etwas auf mich ein. Aha, ah, okay, deswegen reagiere ich so. Deswegen ist das so. Also ein tieferes Verständnis, was vom Außen auf mich wirkt, was es dann aber auch wiederum nur tut, weil ich in mir eine Veranlagung oder eine Resonanz dafür habe. Und dann kann man allmählich aussteigen aus dieser Verbindung. Also, dass man vom Kollektiv immer unabhängiger wird. Ich hatte das ganz intensiv auch als Prozesse,
Und das hat sich irgendwann einfach gezeigt, dass ich energetisch angebunden bin an das Kollektiv, dass es auf mich wirkt und dass ich dann auch in dieser höheren Intelligenz, Bewusstseinsfeld gefragt habe, ja, und was mache ich denn damit? Wie löse ich das denn? Weil als Mensch, als Verstand weiß man das nicht, kann das nicht erfassen. Mhm. Aber diese höheren Ebenen, die wissen das. Und das ist halt diese schöne Arbeit, dieses Lesen im Bewusstseinsfeld, weil dort Antworten kommen, auf die man selber so nicht kommen würde. Das heißt, ich habe dann ein oder zwei, vielleicht waren es auch drei Prozesse, innere Prozesse gehabt, des Ablösens von diesen Kollektivthemen und habe gemerkt, wie ich in eine ganz andere Freiheit komme, in eine ganz andere Autarkie, viel mehr Leben. Also man muss nicht zwingend abhängig sein von diesen Feldern. Wenn man merkt, dass man es doch ist, gibt es Wege, das auch zu lösen. Mhm. Okay, also die Schwierigkeit besteht ja eben darin, dass wir oder die wenigsten von uns 24 Stunden rund um die Uhr eben in der Ich-Bin-Gegenwart, wenn ich das so ausdrücken darf, sind, wo wir uns eben einfach, wo wir aktiv hinspüren können, unterliegen wir jetzt gerade den Einflüssen der Felder oder des morphischen Feldes und wirkt sich das gerade negativ auf mich ich lebe halt mit diesen Einflüssen. Wie kann ich denn aussteigen? Weil Denken, das hatten wir ja auch schon in dem ein oder anderen Gespräch, aktiv denken oder das Ganze zu kontrollieren, ist ja auch nicht zielführend. Genau. Das ist nicht zielführend. Ganz wichtig ist, Sorgen machen ist ganz sicher überhaupt nicht zielführend. Mhm. Da gibt es ja auch diese Geschichten, es kommen neue Sendemasten und sie wirken sich jetzt auf mich aus und was kann ich dagegen tun und ich brauche irgendeine technische Unterstützung oder ein Amulett oder mindestens irgendetwas anderes. Einen Schutz. Und so etwas braucht man, solange man noch abhängig ist davon, solange man dem noch unterliegt, man könnte sagen, energetisch noch nicht darüber hinausgewachsen ist, also noch ein bisschen in der Schwäche ist. Und irgendwann geschieht es dann, dass man den Impuls bekommt, dass man daraus wächst. Also man kann es nicht selber machen. Es ist irgendwann dran und dann geschieht es auch. Entweder ich höre etwas und gehe voll in Resonanz. Oh. Ich lese ein Buch und merke, das bewegt etwas in mir. Oder ich bin schon vielleicht mit dem Bewusstseinsfeld verbunden, habe eine innere Reise und merke auf einmal, jetzt ist da irgendwas, jetzt ist es dran. Und wie du gesagt hast, man muss in keinster Weise in einer ständigen Präsenz sein zu diesen Ebenen. Ganz und gar nicht, so fängt das für niemanden an. Der Anfang ist immer, dass man teilweise durch eine Absicht dort eintritt. So habe ich das auch gelernt, so zeige ich das heute auch in meinen Kursen. Dann macht man eine einfache Meditation, da gibt es keine Symbole dabei, keine Rituale, also nicht, um sich energetisch wieder zu verstricken, um überhaupt da reinzukommen. Und dann bist du in einer leichten Meditation, bist grundsätzlich wach, bist da drin und fängst an, deine Fragen zu stellen. Entweder Fragen, die man schon hat oder die sich dann ergeben in dieser Verbindung zum höheren Bewusstsein. Und dann ist es irgendwann dran, dass sich das zeigt. Und wenn man den Impuls hat, ja, ich möchte mal gucken, Kollektivbewusstsein, dann kann man das einfach aktiv fragen. Dann geht man rein und fragt, kann ich zu diesem Thema jetzt was wissen? Und manchmal kommt da einfach nichts, weil es nicht dran ist. Weil ich es zwar gehört habe, weil es interessant ist, aber weil es jetzt noch nicht gelöst werden kann. Aber je mehr meiner Themen, persönlichen Themen ich auch geheilt habe, desto eher zeigen sich diese allgemeingültigen Sachen. Also erstmal kommt der klassischerweise, dass man ein inneres Kind heilt, dass man da sieht, ich bin eigentlich ein bisschen traurig, wurde gar nicht so gesehen in meiner Kindheit, eigentlich war da alles in Ordnung, aber irgendwie habe ich doch ein paar Sachen mitgenommen. Man klärt was mit den Ahnen, man guckt mit den Eltern, man kommt teilweise in frühere Leben und erlebt da nochmal irgendwas. Und dann irgendwann ist es dran, dass man merkt, so, jetzt trete ich hier aus diesem Kollektivbewusstsein aus. Ich bin dann schon noch auf eine Art Teil der Gesellschaft, aber nicht mehr energetisch angebunden an diese Auswirkungen, die sie hat. Und das ist schon enorm. Und dann kann man das wirklich sehen. So geht mir das heute auch. Ich ärgere mich nicht über Politiker. Ich wundere mich schon manchmal, aber eher, wenn ich mir so denke, was die Illusion, was hier diese Maya so alles produziert und projiziert, das ist schon sehr interessant. Aber ich ärgere mich nicht darüber, weil es mit mir nichts zu tun hat. Ich kann ein Leben leben, während alle im Außen, bis vielleicht auch wenige Ausnahmen, mit denen ich noch resoniere,
Es gibt natürlich auch Sachen, wo ich mal in Resonanz gehe. Aber ansonsten nehme ich das wahr und es macht mit mir nichts, weil ich da energetisch nicht angebunden bin. Und das geht nahezu, betrifft das alle Themen im Außen. Ich kümmere mich auch nicht mehr wirklich darum. Also ich habe jetzt keinen Fernseher und so, aber man kriegt ja auch immer noch Sachen mit. Aber es macht nichts mehr mit mir. Ich habe auch keine Angst, dass ich energetisch ausgesaugt oder dass mir zu viel weggenommen wird, dass mit irgendwelchen Steuern, ich merke natürlich auch, ich zahle auch viele Steuern, aber gleichzeitig weiß ich, dass es hier so ist und dass das Universum alle Möglichkeiten hat. Und wenn es dran ist, dass ich von irgendetwas mehr haben soll, dann passiert das auch. Und dazu brauche ich keinen im Außen, der das irgendwie entscheidet, sondern diese Möglichkeit ist immer da. Ja, das Universum ist wirklich unglaublich. Also es liegt nicht an 100 Menschen oder 2000 Menschen auf der Erde oder an diesem einen Nachbarn, an diesem einen Chef, dass ich irgendwas nicht kann oder nicht habe. Ich könnte alles haben und alles können. So, und das ist, weil ich mich da entbunden durfte oder entbunden wurde. Und das ist definitiv möglich. Und allein dadurch, dass man versteht, dass man einfach nur angebunden ist an diese Illusion, an diesen Zwang, an diese Enge und dass man irgendwann an dem Punkt ist, wo sich das wieder löst und man austritt und dann merkt, okay, es führt sich noch fort. Ich sehe die Bilder noch im Außen, aber es macht mit mir gar nichts mehr. Nichts. Wie könnte das der Zuschauer jetzt gerade direkt für sich umsetzen, der uns jetzt zuschaut und der sagt, oh ja, das ist eine tolle Idee und das fühlt sich für mich stimmig an? Also ich kenne ja in der Tiefe nur meinen Weg und ich habe es über das Bewusstseinsfeld gemacht, weil es eine ganz tiefe, ganz berührende Arbeit ist. Also es kommt so richtig super tief rein und dann wird man irgendwann an den Punkt gebracht, wo es dran ist. Also es ist nicht kontrollierbar. Du kannst dich nicht heute hinsetzen und sagen, ich will oder ich will jetzt meine Armutsgelübde auflösen und endlich reich sein. Das funktioniert alles nicht, sondern es ist ein Mitfließen in dem großen Fluss, wo das, was ich jetzt gesagt habe, vielleicht eine Information ist, die jetzt etwas bewegt in einem Menschen, was auch immer. Wichtig ist, nicht das Gefühl zu entwickeln, ich muss da sofort raus. Ja. Also das muss ich jetzt genauso haben, weil das bringt sowieso gar nichts. Nur eine ruhige Erkenntnis. Aha, so ist das also. Wenn es dran ist, trete ich dort aus. Also muss ich mir jetzt schon mal weniger Gedanken machen. Und jetzt öffne ich mich mal und sage, okay, liebes Leben, wenn es dran sein sollte, dann bin ich bereit. Und man kann versuchen, es proaktiv nach vorn zu treiben. Das habe ich ja auch quasi gemacht durch die Arbeit mit dem Bewusstseinsfeld. Scheinbar hat das auch gut funktioniert. Ich habe dieses Thema gelöst, jenes und bin weitergekommen auf meinem Weg und irgendwann war das dran. Das kann man probieren. Also dann kann man eigentlich davon ausgehen, wenn man jetzt diese Sendung sieht beispielsweise oder irgendeine andere, in der das zur Sprache kommt, das Thema, dass das schon mal näher kommt, genau. Und dass man dann einfach achtsam ist oder dass man schon mal die Resonanz quasi ausgerichtet hat und dass man sich schon mal empfangsbereit, die Antenne schon mal genau, und dass man bereit ist, dass es anders ist, als man dachte. Denn es gibt ja einige Menschen, die sagen, ich will da raus, weil es so Mist ist. Aber das deswegen ist die falsche Intention. Und genau, genau das ist es nicht. Sondern es geht durch eine Erkenntnis auch. Es ist so eine Mischung aus, ich löse energetische Verbindungen, und gleichzeitig komme ich aber auch in eine Akzeptanz damit, dass ich da drin bin, weil ich selber merke, dass ich eigenständig bin und nicht abhängig davon. Also ist es ein allgemeines Wachstum, was da stattfindet und nicht einfach nur ein macht euren Mist alleine, oh, ich bin jetzt endlich autark. Ja. Das ist wieder Trennung und das ist wieder Abgrenzung und wieder Verantwortung den anderen geben. Genau, also ist richtig. Ein feiner Prozess. Ja. Ich danke dir für diese aufschlussreichen Informationen. Wir sind leider schon wieder am Ende unseres Gesprächs angelangt, aber vielleicht für viele eben einfach jetzt schon wieder eine Hoffnung oder eine schöne Zukunftsaussicht für jeden individuell, wo es hingehen kann und einfach jetzt ausgerichtet bleiben, oder? Genau. Wunderbar. Wo findet man denn nähere Informationen, falls jemand sagt, ich möchte mich einfach ein bisschen näher mit
Bewusstseinsfeldern befassen? Ja, wenn man einfach in einer Suchmaschine im Internet das Bewusstseinsfeld eingibt oder Lesen im Bewusstseinsfeld, dann kommt man ganz gut zu noch ein paar tieferführenden Infos, auch von mir. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Danke, Alexandra. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Ich freue mich natürlich über weitere Gespräche, um spannende Dinge wieder von dir zu erfahren, die uns so bevorstehen. Danke sehr. Danke. Liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich gefreut, dass Sie uns begleitet haben und ich hoffe, wir haben Ihren Horizont auch wieder ein bisschen aufmachen dürfen und haben Hoffnung schöpfen oder schüren, Hoffnung schüren, sagt man so? Ja, Hoffnung schüren dürfen bei Ihnen, wo es hingehen kann. Wir wünschen Ihnen Gesundheit für Körper, Geist und Seele und bleiben Sie achtsam, wachsam und liebevoll bitte zu sich selbst und gerne freuen wir uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.